Sie sind ja Schauspielerin. In welchen Filmen oder Serien haben Sie denn mitgespielt bisher? Ja, da habe ich, wie gesagt, schon in ganz vielen schon mitgespielt, in vielen, also so einigen Filmen. Also wie zum Beispiel Spiel mal Baby. Also nee, fangen wir mal lieber mal anders mal an. Also ich würde erst mal sagen, also also Vier Leben haben wir erst mal damit an. Das war ein Dokumentarfilm mit Cornelia Tau. Da habe ich einmal mitgespielt. Dann Be My Baby, das war dann meine allererste große Hauptrolle. Mit Christina Schive, das war ein Spielfilm. Dann habe ich in Aller Freundschaft mitgespielt, Das Leben ist ein Wagnis. Da hatte ich auch eine für eine Episode Hauptrolle gehabt. Und ja, und dann habe ich bei den Bergrettern mitgespielt. War auch ganz interessant. Da habe ich die Frieda Leininger gespielt. Dann habe ich in einem Kinofilm mitgespielt. Also da habe ich in Prag gedreht, das war auch ganz interessant. Das heißt, mit dem Oscar-Preisträger Florian Henkel von Donnersmarck. Das war ein Kinofilm, Werk ohne Autor, da habe ich da auch mitgespielt da drin. Und ja, und dann habe ich dann in zwei Folgen mitgespielt, das war auch ganz interessant. Einmal Praxis mit Mehrblick, das war auch ganz toll, das war auf Rügen. Da habe ich in zwei Folgen mitgespielt, das war einmal Brüder und Söhne und Der Prozess, war ich auch zu sehen. Jetzt das Aktuelle, was ich jetzt mache, ich darf jetzt Theater spielen. Und das finde ich natürlich auch ganz toll. Und zwar als das Stück Cheer Out Loud. Und das ist dann halt in Berlin, am Griffstheater am Hansaplatz in Berlin. Und ja, da darf ich eine Hauptrolle spielen. Und da darf ich die Leonie spielen. Und das ist halt, wie gesagt, schon ganz was anderes, als wie jetzt bei Film und Fernsehen.